Hey zusammen und herzlich willkommen zum Anniversary Recut. Um mir kurz den Sinn dieses Formates zu erklären, ich hatte so von Dezember 2015 bis Mai 2016 ein Tomb Raider Anniversary als Let's Play Projekt am Laufen. Bloß war ich mit 14 Jahren ein ziemlicher Vollidiot, was Schneiden anbelangte. Deswegen sind in diesen alten Videos Dinge drin gewesen, die da eigentlich nicht reingehören. Und dieses Format ist dafür da, dass ich meine Schnittfehler von damals ausgleiche. Und ich werde die Videos nach und nach mit denselben Thumbnails, derselben Videobeschreibung und dem originalen Release-Date wieder neu hochladen. Und dafür ist dieses Format gedacht. Und ich will mal nicht wieder so viel quatschen, sondern tun wir uns jetzt einfach mal diese Cringe-Kacke an, die ich damals produziert habe. Deswegen, willkommen zu Anniversary. Perfekt. So, jetzt hole ich mir die Kugel von da draußen. Die Kugel ist so beschissen. Echt, wer auf den Scheiß gekommen ist mit der Kugel, der gehört echt versklavt. Das ist ja noch schlimmer als der Energiebalken in Teil 6. Also Backness. Gut, haut hin. Es macht Spaß, Treppen runter zu springen und sich dabei das Genick zu brechen. Ich hab... Nein, sag bloß nicht. Nein! Ja, und da sind wir in meinem Hassraum. Dem Raum der vier Schlüsselgötter Scheiße, wie auch immer. I want to commit suicide. Aber ohne Witz, es ist der größte Scheiß, dieser Raum. Hypatius. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Dieses Level wird so abnormal schwer. Hypatius, Poseidon, Damokles. Ich glaube, da oben ist Atlas. Oder lassen wir rein? Ja, da sind wir rein, weil hier drüben. Nee, hä? Bin ich gerade dumm? Nee, da ist Atlas. Ich will nicht. Meh. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Habe ich das schon erwähnt, dass ich jetzt schon keinen Bock mehr habe? Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Um zu erklären, warum ich jetzt schon wieder keinen Bock habe, gehe ich jetzt erstmal hier runter und erzähle euch ein paar Dinge über diesen Raum, nachdem ich diesen Hebel umgelegt habe. Da haben wir gleich Atlas auf. Da mache ich dann auch gleich als erstes rein. Ihr werdet euch jetzt 100% fragen. Warum das? Und warum das? Und warum das? Ja, das ist der Raum der vier Schlüssel. Da muss Atlas, glaube ich, Damokles, Poseidon und... Der letzte Mittel ist gerade nämlich Hepatitis oder so ähnlich. Herpes. Ha, ha, ha. Oh Gott. Ich bin wieder unlustig.
meine Damen und Herren, ich notiere mir jetzt erstmal was, damit ich weiß, welchen Raum ich schon gemacht habe. Ich mache mir das jetzt einfach mit grün, pink und rot. Perfekt. Und weiter. Wir machen gleich mal uns an Atlas ran. Ach, Damokles war das eine. Das ist Poseidon. Da ist noch mehr Scheiß. Ich will jetzt aber erstmal an Atlas ran. Nee, das, so kommen wir dann an Poseidon ran. Ich will und kann aber noch nicht an Poseidon ran. Das klingt irgendwie falsch. Ach da. Ich glaube, ich hab's. Betonung liegt auf Glaube. Da ist Atlas. Und wie komme ich an Atlas ran? Ich glaube noch gar nicht. Oh Gott, das war so Cheating. Ah, damit habe ich Damokles geöffnet. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich bin voll das Opfer. Momentan. Denn wenn du hier keine Ahnung hast, bist du voll das Opfer halt. Wo zur Hölle muss ich den Poseidon öffnen? Weil am besten wäre es natürlich, wenn ich jetzt Poseidon erstmal aufkrisch. Weil nach Poseidon weiß ich dann, wo wir und vor allen Dingen, wie wir dann überall rankommen. Bist du dumm? Ich glaube, das war nicht ganz der Sinn des Ganzen. Vor allem nicht ganz der Sinn des Ganzen. Es klingt irgendwie behindert. Und mein S klingt momentan auch sehr dumm. Sehr dumm. Ich ziehe irgendwie heute das S durch meine Zähne. Das klingt beschissen. Scheiße. Das ist vielleicht hier nicht die beste Idee, Lara. Hä? Ich glaube, ich bin gerade ziemlich dumm. Ich habe nämlich ehrlich gesagt gerade keine Ahnung. And that I mean really. Das Einzige, was ich damit machen würde, wäre zu Poseidon kommen, aber... Warte.
Atlas? Oder ist es Poseidon? Nee, das ist Damokles. Okay. Ich bin mal wieder extrem verwirrt. Ja, das ist so, so ist es richtig, glaube ich. Perfekt. Nein, sag bloß nicht. Nein. Ich erinnere mich, Schwerter und Dinge, die uns aufspießen können. Roter Schlüssel Damokles. Das war jetzt eigentlich dumm, dass ich das aufgehalten habe. Aber ich will mir das notieren. Damokles. Und wenn wir hier raus sind, machen wir ein Häkchen. Fuck! Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Dieser Raum ist scheiße. Beschissener als ganz Atlantis. Vor allem, weil ich hier drin schon ohne Aufnahme nur gefühlte 2 FPS habe. Da habe ich jetzt nur noch gefühlt eine FPS. Das klingt voll behindert. Fuck, 9 FPS. Why the fuck? Oh Gott. Ich hasse mich. Das war knapp. Ich weiß aber noch, wie das geht. Es folgt eine Rage-Compilation. Trotz dessen, dass ich ja ein bisschen mit dem Ton rumgespielt habe, dass es nicht ganz so laut ist, würde ich trotzdem empfehlen, den Ton etwas leiser zu drehen. Es folgen die wahrscheinlich merkwürdigsten Ausraster, die es von mir im Internet gibt. Mann! Ich hasse Lara. Mann, scheiß Säule! Welcher Spasti hat die Säule dahingestellt? Ich hasse diese Kamera! Nur von inkompetenten Menschen umgeben. Und Lara ist die inkompetenteste von allen. Naja, Leute, und wir sehen uns dann beim nächsten Tomb Raider Part wieder. Bis dahin, ciao!